Für viele überraschend und doch ist es fix. Der General Christoph Nagler ist kein Duke mehr. Ich denke mal, dass es doch wahrscheinlich ein Schock für viele sein wird, die eingefleischte Gössl-Neuburg-Fans sind. Aber ich hoffe, dass das positiv ist für den Sport, dass jetzt das Medieninteresse vielleicht noch größer wird. Nagler, der mit den Dukes Meister und Cupsieger wurde, hat mit den Wienern viel vor und freut sich auf die neue Herausforderung. Es gibt im Jahr 2 Titel, die es zu gewinnen gibt, und wir werden antreten, um beide Titel zu gewinnen. Um diese Ziele zu erreichen, weiß Christoph Nagler, worauf es ankommt. Wenn man gesehen hat, die letzten paar Jahre, der Meister in Österreich hat immer meiner Meinung nach deswegen gewonnen, weil sie einen funktionierenden Grundstock an österreichischen Spielern hatten. Und ich glaube, dass er auch in Wien in den letzten Jahren da sehr, sehr gut gearbeitet hat. Wie vorhin gehört, werden die Österreicher alle bleiben. Jetzt komme ich als Österreicher dann noch dazu. Für diesen Grundstock an heimischen Spielern ist der BC Wiener nicht immer gestanden. Die Verpflichtung von Nagler ist in dieser Hinsicht ein wichtiger Schritt.